So, willkommen zu einem nächsten Part. Willkommen, willkommen, willkommen. Und das spannend, ja, wenn wir das Rätsel schnell gelöst haben, wird das spannend, ja? Ja, absolut, absolut spannend. So, Lehrer war's, forschender Blick und Excalibur und so und... Das Schwert im Stein, ja, das Schwert im Stein, nur für die, die es nicht wissen. Ich finde, das sieht irgendwie total komisch aus. Ja, absolut. Aber das ist hübsch, aber dieses Ei, habe ich, das glänzt nicht so viel wie das andere, wie das blaue oder dann. Ich weiß auch gar nicht, warum das so eingebacken da ist, in diesem Ei, in diesem Glas oder was auch immer. Ist komisch. Wie haben sie das gemacht? Ja, weiß ich doch nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall müssen wir diesen Typ hier befreien. Angeblich brachte Bedivere Artus einen Splitter von Excalibur, nachdem die Ritter den Rest verschleppt hatten. Und wohin? Nach Avalon vielleicht. Die Suche nach dem Heiligen Gral. Lancelot, Galahad, Parsival und Bors. Ihre Gräber sind leer. Dieses Fragment ließ man bei Artus, damit er das Mausoleum zu gegebener Zeit verlassen konnte. Vielleicht kann es jetzt mir helfen. Ja, was ich nur sagen wollte noch, also dieses Rätsel damals hier in dieser Kirche, Kapelle, was weiß ich, da hatten wir ewig gebraucht, ja, also wir sind da nie weitergekommen, nie. Wir haben nie gewusst, was wir jetzt als nächstes machen müssen. Wir haben immer geglaubt, dieser Lust hat was damit zu tun, ja. Aber ich sage euch schon mal eins, der hat nichts damit zu tun. Und zwar gar nichts. Und dann waren wir bei dem Wappen am Boden. Und dann waren wir hier und da und dort und da und bla bla bla. Und irgendwas war aber mit einem Magnet und was weiß ich alles. Also wir haben wirklich sehr viele Varianten hier ausprobiert und sind da wirklich lange Zeit daran gescheitert. Und dann war von jetzt auf gleich, was ich mich erinnern kann, die Lösung da. Genau. Und jeder hat sich gedacht, meine Fresse, bitte, warum sind wir auf das nicht vorher gekommen? Ja, das liegt so, ja sowas von auf der Hand. Wenn die Lösung da ist, ja, dann denkt man sich immer, meine Güte, ja genau. Wie das halt der andere Zeiger gerade gesagt hat. Ja, und wer immer gedacht, dieser Lust hat was damit zu tun, ja, hat er nicht, ja. Hat er nicht. Also, wir haben natürlich auch nicht gewusst, was müssen wir jetzt machen, ja, müssen wir jetzt raus aus der Kapelle. Aber auf jeden Fall geht da die Glocke hoch, ja? So, und wir haben hier einen Luster und natürlich ist er magnetisch. Und natürlich haben wir wieder unseren Magnethaken. Und ein bisschen zum Schwingen bringen. So, noch einmal und hopp. Wow, und ich verspringe mich gar nicht. Bong. So, und jetzt dann? Artus Pendragon, König der Briten. Ich würde Excalibur nicht nehmen, wenn ich nicht müsste. Ich hoffe, ihr vergebt mir. Lara, hier oben stimmt was nicht. Alistair, siehst du das? Was? Verdammt! Nimm deine Hände! Sip! Alistair! Sip, was ist los? Hör dir diese Musik und die Türen gehen auf. Und ja, es ist eine Kampfmusik, richtig. Ich habe ja an und für sich gedacht, währenddessen wir hier dieses Rätsel lösen wollten, wenn wir es schaffen, dass wir dieses Glasei oder was immer das auch hieß, wo der Typ da drin steht, ja, und nicht raus kann, wenn wir das zertrümmern, dann wird er kommen, wird sein 7 Meter Schwert nehmen und wir sagen, Sterbliche, ich werde dir den Kopf abschlagen. Ja, ist aber nicht passiert. Ich habe mir gedacht, das hier ist so ein Monster-Quest-Kampf oder so, ja. Also so ein richtig, boah, hier geht's um was, ja. War's dann aber nicht und ich habe mir gedacht, hey Mann,
coole Sache. Da kannst du noch einen Tic-Tac reinschieben und einfach ausspazieren und die Sache hat sich, ja. Naja, und geh mal raus. Nein, ich will nicht. Mach nicht. Zu dieser Situation gibt es eine elendslange Geschichte, Leute. Ja, okay, also... Ja, warte, bleib mal stehen, ja. Und interessant zum Erfahren ist, so richtig geil ist, kommende Episode zu spielen, wenn du so 10 Medibugs einstecken hast. Wie viele Medibugs hast du nochmal einstecken? 0. Oh, das wird natürlich knapp. Das wird natürlich knapp, ja. Ich glaube, wir hatten damals so 3 Medibugs, ja? Ja, und die waren ziemlich schnell weg. Und wir haben es auf der Xbox gespielt. Yes, Xbox und 360. Das war mal so, okay? Also ich habe es gespielt und ich habe es nie geschafft. Nie, okay? Nie. Und dann war ich mal so angefressen, dass ich ein halbes Jahr lang meine Xbox immer aufgedreht habe, weil ich wusste, ich musste diesen Feind erledigen. Genau so ist es, ja. Und dann ist ein halbes Jahr vergangen. Und hey, wir haben dann gesurft, wie... Genau, und... Wie... Jetzt warte mal, ich muss ja... Ich war ja damals auf der YouTube-Welle und habe mir aber nur normale Videos angeguckt. Also, normale Videos, versteht ihr? Also, wie soll man das sagen? Keine Let's Plays. Aufgenommen, genau, keine Let's Plays. Und dann denke ich mal, vielleicht... Nur normale Videos. Hilfsdinger. Auch nicht so. In Gronkh-Szene. Gibt da so ein... Wasser... Was weiß ich, wir geben da so ein, irgendwas so mit Let's Play England und so, Tomb Raider und das weiß ich. Also ohne Let's Play, nur das Tomb Raider und England und so. Und dann kommt ein Let's Play. Und dann gucken wir uns das an. Und das war mein erstes Let's Play, was ich gesehen habe, mit dem Rätsel inklusive plus Bossfight. Also nur von Hannah Minx oder dergleichen, ja, also zur Information. Ja. Keine Let's Plays, ja. Und dann habe ich da das gesehen und da kommentiert und ich denke mal, was ist das, ja? Und ab da ging es los mit Let's Play schon und so. Also, ich habe noch gar nicht gewusst, dass es sowas gibt, ja? Und dieser, und das Ärgste, was ich finde, ist, dass dieser eine Feind die Schultern trägt, dass ich jetzt Let's Plays mache. Und deswegen möchte ich ihn gar nicht bekämpfen, weil ich finde das so toll, dass ich jetzt das Let's Play mache. Und deswegen darf er jetzt dann als Hauptgast in meinem Let's Play auftreten. So. Tada! Reden, also, kommen Sie, Gast. Der Auftritt. Grüß Gott! Hallo. Ja, so, das wäre sehr angenehmer Zeitgenosse, wie man sieht. Schaut echt geil aus, ja. Also wenn ich einmal in die so ewigen Jagdgründe eintrete, dann möchte ich so ausschauen wie die Typen hier. Ja. Aber nicht unbedingt hier. Nein! Okay, wieder weg. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt gleich beim ersten Mal. Ich habe ja auch schon Übung. Ich meine, ich habe das ja elendslange gemacht. Ja, ich habe Übung, ja? Ja, ich habe Übung. Es ist Übung. Ganz viel Übung. Sehr viel, äußerst viel. Everything. Ja, mache ich. Nein! So, das... Abhauen. So viel zur Übung. Ja, so viel zur Übung. Und gleich Platz ins Wasser, so. Ja, das ist wirklich... Leute, ich kann euch sagen, wenn wir wollen, machen wir aus dem Kampf 40 Parts. Ja. Ja, ich sag's euch. Das ist der schrecklichste Kampf, den ich jemals in meinem Leben gekämpft habe. Da ist alles andere Kindergacke dagegen. Und ich hab, der ist wirklich verdammt schwer. Ich habe damals gehofft, ja, dass wenn man bei der zweiten, wenn man das zweite hier geschafft hat, ich werde jetzt dann eh sehen, was passiert, wenn man das mal schafft mit dem Leben nach 50.000 Jahren, ja. Nein! Kennt ihr das Lied Fährt ein kleines Schiff nach Hongkong? Mann. Ja. Wie wir das gespielt haben auf der 360er Xbox, ja, da haben wir des Öfteren gesungen. Fliegt ein kleiner Controller nach Hongkong, ja, weil, boah, und schon wieder ein Controller geflogen, ja, und die Nachbarn haben schon wieder pfeifen gehört, einen Controller nach dem anderen, das war wirklich, es ist ein Scheißkampf, ich sag's euch so, wie es ist. Nein, ich kann sie, sie werden noch leben. Und bei solchen Kämpfen kommt man dann immer drauf, hey, gibt's nicht doch eine Möglichkeit cheaten, so ewig leben oder so? Ja, eben. Und dann haben wir nach Cheats gesucht, ja? Und da steht da, Cheats erst verfügbar, wenn du das Spiel zum zweiten Mal durchgespielt hast.
Super. Oder ewige Medipacks, ja. So, bei Lara Croft würde sich beispielsweise, ist ja ein weiblicher Charakter hier, ewige Schönheit, der Cheat, anbieten, ne? Zum Beispiel, ja. Aber in dem Fall würde man den gerne tauschen gegen ewige Medipacks. Ne? So. Konzentriere dich drauf. Ja, so, und so. Jetzt passiert was, okay? Flash, das Ding hat nur noch ein Viertel Leben, wir haben vier Dinger. Ich habe damals gehofft, dass wenn man zwei geschafft hat, das dritte keine Bedeutung mehr hat. Kurz gesagt, dass du dann, also das dritte und vierte, dass du das nicht mehr machen musst, ja? Und dann habe ich mal zwei geschafft, freue mich irrsinnig, ja? Nach 500.000 Mal habe ich zwei geschafft. Und dann muss ich auch noch die letzten beiden machen. Das war damals so der Horror für mich. Das könnt ihr mir gerne glauben. So macht man das. Nein! Scheiße, nein, das nein. Darf nicht passieren. Mann. Ins Wasser, wenn du fliegst, ist ganz, ganz schlecht, ja? Weil der nimmt dich, oh, kotzt dich aus. Ja, aber viel nimmer. Ja, das ist mir egal. Ich habe, wir haben wenigstens noch etwas. Nein! Nein! Ja, weil die Brücke ist auch so dünn, Leute. Das schafft man ja nicht. Und wir haben immer noch Zeit, wow. Deswegen sage ich immer, Leute, baut dickere Brücken. Es ist so wichtig. Es ist so wichtig. Ich meine, ich sollte ja nicht in den Feind ja schon ein totaler Profi sein, ja? Ja. An und für sich schon. Ich meine, wenn man sich ein halbes Jahr lang auf der 360er Xbox mit den Typen hier beschäftigt, dann müsste man das an sich im Griff haben. Mach. Nein! Scheiße! Egal. Es ist noch immer nichts verloren. Es ist immer noch nichts verloren. Nö, ist nicht. Ist nicht. Lass die Zeit. Zack. Los. Ja. Okay. Jawohl. Einen haben wir geschafft. One. One of four. Eins von vier, ne? Kennt ihr ja. So, hier, Diskettenzeit, so. Eins von vier, zwei von vier, drei von vier, vier von vier. Nein! Arschloch! Hör zu hier jetzt dann! Bam! Voll auf die Sicherung! Wahnsinn! So schnell auf jeden Fall! Diskette, zwei von vier. So. So, okay. Schütze Arsch steht hier immer noch und wartet auf bessere Zeiten oder was? Keine Ahnung. Pass auf. Oh, Scheiße. Und ins Wasser gefallen. Das Ding schnappt nach uns, haut uns zurück. Blablabla und hin und her. Wir sterben. Und wir sterben. Tot sind wir. Batsch, bumm. So schnell geht's. Lass uns aber nicht entmutigen, sondern laufen wieder raus. Und dahin geht's. Bitte, weißt du, wie du dich wunderst, wenn du da rausläufst und plötzlich kommt da solche Schießdinger? Also ich bin dir absolut gewundert. Ich dachte, was soll denn das jetzt schon wieder sein? Vorher konnte man das ja nicht, ja? Vorher denkst du dir, ja, hier kannst du hier weiterlaufen. Überhaupt gar kein Rätsel, ja? Also was ist das? Kein Rätsel. Und dann kommt da so ein toller... Ich meine, woher kommt der eigentlich? Was haben wir gemacht? Hör doch auf die Klänge. Da. Okay, das war zu spät. Shit. Komm hier rüber. Komm hier rüber. So, danke. So. Nein! Was soll das jetzt? Nein! Nein. Weißt du, wenn der vielleicht nur heißen könnte? Wir werden das im nächsten Part fortsetzen. Und im nächsten Part gibt es aber so richtig eins auf die Mütze. Mhm. Ja. Beim nächsten Part werden wir das Monster hier erledigen und langlegen und flachlegen und was weiß ich noch alles. Einfach umlegen. Ja. Und wie oft wir dafür anlaufen müssen, werdet ihr im nächsten Part sehen. Ja. Freut uns, dass ihr wieder mal mit dabei wart von der Partie. Eure Sandy4338 und der Vienna Undertaker verabschieden sich von euch.